Kryptomatex. Haben Sie dort Geld angelegt? Nicht gut für Sie. Ich halte es für eine Schwindlerfirma. Wollen Sie wissen, ob und wie Sie Ihr Geld zurückbekommen können? Dann schauen Sie sich nicht nur diesen Film an, sondern lesen Sie vor allen Dingen auch den Bericht auf unserer Webseite dazu. Da finden Sie noch viel mehr Informationen, als ich sie Ihnen in diesem kurzen Film geben kann. Also nutzen Sie den Link und dann sind Sie auf der Webseite bei dem Bericht. Hallo, ich bin Alexander Jochen Resch. Thema Kryptomatex. Die FINMA warnt. Das sollte schon jedem eigentlich ein deutlicher Hinweis sein, dass man hier es wohl mit Betrügern zu tun hat. Das ist das Wichtigste, dass man das mal erkennt, dass man sich nicht mehr auf Diskussionen einlässt und dass man sich vor allen Dingen auch dann nicht mehr Geld aus der Tasche ziehen lässt. Was können Sie tun? Also die meisten sind erstmal geschockt und wissen gar nicht, was sie richtig machen sollen, nachdem sie erkannt haben, dass es sich um Schwindel handelt. Einige gehen zur Polizei. Ich würde mal sagen, eine nette Idee, aber nicht wirklich zielführend. Meistens aufgrund der Strukturen der Polizei kommt es nicht richtig in Gang. Vor allen Dingen, es führt nicht zum Geld. Eine Strafanzeige dient der Bestrafung der Täter, aber nicht zur Wiederbeschaffung des Geldes. Also wenn Sie Ihr Geld wiedersehen wollen, müssen Sie einen anderen Weg gehen. Wir gehen diesen anderen Weg, wir verfolgen die Spur des Geldes. Wollen Sie wissen, wie wir das machen? Dann rufen Sie mich gerne an unter 030-885-9770 oder füllen Sie den Fragebogen aus, den Sie unten auf unserer Webseite finden, deswegen gehen Sie auf die Webseite. Sie bekommen dann von uns eine kostenlose Einschätzung. Wir sagen Ihnen, was wir konkret machen und was es kostet, wenn wir den Fall übernehmen. Mit dieser kostenlosen Einschätzung haben Sie dann eine Grundlage, auf der Sie sich entscheiden können, mit eigenen Argumenten, mit den Fakten, ob Sie sich uns anschließen wollen und warum das für Sie der richtige und einzige Weg ist.